Also bei mir ist der Preisträger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises Herr Wittstock. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Wittstock. Was bedeutet dieser Preis für Sie? Es ist ein Kulturpreis, der eine bestimmte Auffassung von Kultur hervorhebt. Also eine, wie ich auch zu sagen versucht habe, eine Auffassung, die Siebenbürgen dienlich ist, zum Nutzen Siebenbürgens. Ich meine, ohne dass man also nur das Alte sehen soll, aber es gibt viel alte Bestände, die zu erhalten sind. Und also wenn von Kultur und Siebenbürgen die Rede ist, dann muss immer dieses auch beachtet werden. Es ist also Überlieferung auch vorhanden, die gepflegt, erhalten werden muss. Ohne dass man das vielleicht überbetonen soll. Es bewirkt Irritationen, wenn man nur von der Vergangenheit spricht. Gerade ein solcher Heimattag zeigt, dass man sehr wohl im Hintergrund das kulturelle Erbe Siebenbürgens hat. Aber es sind ja auch viele andere Eindrücke und es sind verschiedenste Generationen, die sich hier treffen. Und es erweckt die Vorstellung eines lebendigen Geschehens, ein solches Treffen. Ja, Sie leben ja noch in Siebenbürgen, Herr Wittstock, und sind auch oft in Deutschland. Also ja, ich bin nach wie vor in Hermannstadt, woher ich stamme und wo ich dann eben auch verblieben bin. Bin auch wiederholt in Deutschland so, weiß ich, alle Jahre ein-, zweimal. Das ist ja eine Folge der Nachwendezeit, dass man eben zwangloser reisen kann. Die Verbindung ist dadurch lebhafter geworden. Die Spannung, die vor der Wende da war, zwischen diesen verschiedenen politischen Lagern und also all das entfällt. Und man kann also diese Verbindung auch pflegen. Sie sind Schriftsteller und Germanist und in Ihrem literarischen Werk sind die Siebenbürger Sachsen im Mittelpunkt. Also Sie beobachten die Siebenbürger Sachsen, also nicht nur das, was war, sondern wahrscheinlich auch das, was heute ist. Würden Sie die Siebenbürger Sachsen noch als eine Gemeinschaft sehen? Das ist sicher, wie soll man sagen, ein Rahmen, nicht, in dem man all das Sächsische von hüben und drüben zusammenhalten sollte. Ich sehe es so, ich meine, von der Anlage her, also dass das Sächsische eine besondere Rolle spielt, das hat sich eben so ergeben, zwanglos ergeben. Man hat dem auch im einstigen Rumänien, also in der vergangenen Ära, nicht wesentliche Hindernisse in den Weg gelegt. Ich war ja gerade zum Beispiel an dieser Dienststelle, wo ich tätig war, auch für siebenbürgische Literaturgeschichte zuständig, also für die Vergangenheit der siebenbürgischen Literatur. Nicht? Also das wurde von dem Träger dieser Institution, das war eine Forschungseinrichtung, das wurde also gefördert. Und eben auch sonst, dass weiß ich, kulturelle Formationen. Natürlich, es hatte alles seine Grenzen. Nicht also, wie soll man sagen, es nicht auch in der Literaturbetrachtung gab es einige Schwerpunkte. Und, aber man konnte
dass dennoch die Vergangenheit der siebenbürgischen Literatur so darstellen, dass man sich nichts vergab, also nicht die Dinge anstellte, vielleicht irgendwelchen politischen Leitlinien zufolge. Aber manches blieb eben ausgespart. Zum Beispiel das Kirchliche. Die ganze konfessionelle Literatur, die stand nicht zur Diskussion. Die war nicht sozusagen nicht vorhanden. Also alle konfessionellen, kirchlichen, religiösen Aspekte, das spielte eine sehr geringe oder eine vergleichsweise geringe Rolle. Es sei denn, dass es in der Vergangenheit sich abspielt, in der entfernten Vergangenheit. Aber und auch sonstige gewisse Begrenzungen hat es dann doch gegeben. Ja. Noch eine abschließende Frage zur Zukunft. Sie arbeiten wahrscheinlich noch an. Was kommt als nächstes dran oder was wird als nächstes fertig? Es hat das immer so im Laufe der letzten Jahre und also die sich schon summieren, zu tun mit Siebenbürgen, siebenbürgischer Vergangenheit des 20. Jahrhunderts, auch diese heiklen Momente, Umbruchzeiten, vielleicht nicht die letzten Umbrüche, sondern der Jahrhundertmitte. Und ein Vorhaben, ein literarisches Vorhaben, das mich beschäftigt, das hat nun diesmal kurioserweise mit Medizin und Medizingeschichte zu tun, mit den medizinischen Verhältnissen. Es ist ein wenig ein Sonderkapitel, aber auch dort gibt es einiges, was zur Gestaltung anregt. Sie nannten es ja imaginäres Erinnerungswerk, was Sie... Ja, also sagen wir, ich meinte das damals in diesem Gespräch, in diesem Interview, wir alle tragen ja zu einem Erinnerungswerk bei, alle Literaten, die sich mit Siebenbürgen befassen. Das Erinnerungswerk bleibt aber als solches imaginär. Also, wie soll man sagen, es wird nie in dieser vielleicht chronistischen Weise geschrieben. Es ist ein gedachtes Gebilde, für welches man Einzelstücke dann aufbietet. Insoweit imaginär. Also irgendwo im Gedanklichen, die Zusammenhänge muss man ja dann herstellen zwischen den Romanschilderungen des einen und des anderen. Nicht? Das sind dann eben imaginäre Verbindungen. Herr Wittstock, vielen Dank für das Gespräch. Na, sehr gerne.